Moin zusammen, wir sind wieder der Opa Schali. Opa Schali! Ja. Wir sind auf Sendung. Der Michi. Der. Michi! Achso. Mann. Stefan! Jo, der schläft tatsächlich. Und ich. Und da. Ja. Nee, wir lachen ja gerade alle, dass ich der zweite Versuch, die Aufzeichnung zu starten. Bei mir hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Gibt es eigentlich so eine Mod, wo das nicht irgendwie... Was denn? So eine Uhrzeiten-Mod oder was? Ah ja, dafür kann ich jetzt unten den Timer einschalten. So. Ja, gibt es. Eine reale Uhrzeit gibt es, ja, doch. Ja. Ja, ja. Hat Herr Blue, hat die immer. Hat den, glaube ich, auch. Ne, der hat aber nur die Uhrzeit, ohne Datum, aber... Das habe ich auch schon mal gedacht. Aufzeichnen und dann kannst du auf die Uhrzeit gucken, aber das funktioniert nicht so richtig. Was für eine Größe hast du? 1,4 Meter oder was? Ne, die Größen 1,5. Die erste ist 1,3, die anderen sind alle 1,5. Okay. Jetzt will er sie auch nehmen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die da noch unterschiedliche Größen. Ich glaube, nee, muss getrennt, ne? Ja. Gibt's das normale, geht leider nicht, nein. Gibt normale, du, die rollen alle weg, weißt du was? Wie kommt's? Weil die rutschen? Ich kann ja jetzt nicht die Erde anhalten, das geht ja nicht. Auf einer Seite musst du die gerade abschneiden und dann bleibt die stehen. Aha. Das muss aber auch eine andere Größe sein, weil die will er nicht haben. Ja, ich sag, der allererste, der da beim Wagen liegt, der ist 1,30 Meter und alle anderen sind 1,50 Meter. Und wenn du schon einen 1,30 drauf hast, dann lädt er die 1,5 und nicht. Die musst du ja extra angeben, ne? Och Mann, ey, was machst du da wieder? Ja, da habe ich ja noch nicht an die Ballengröße gedacht. Machst du 1,3er doch erst runter? Jo. Nö. Nee, er ist ja schon unterwegs. Ach so. So. Mir ist das Netz ausgegangen, oder? Von dem Anhalten. Ich will ja nicht, dass ich gleich die Finger drin habe. Das heißt, wir müssen erstmal eine Tablette Netze bringen, oder? Oh, ja. Ja, ich dachte wohl, ich gehe da weiter mit, aber das war ja ein vollen Reinfall. Ich bringe ich hier sofort. Sie müssen zuerst nachschauen. Diese erhalten Sie im Schob. Nein, Moment. Bin gleich bei dir. So eine Palette, ich glaube 15 drauf. Weiß ich auch gar nicht, wie viel drauf sind. Oder sind da mittlerweile schon mehr drauf? Ich habe in LS17 noch nie mit der Ultima gespielt, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Eine Ballengabel holen. Ja, wenn du die so durch die Gegend schubst, Michi. Ja, sorry. Du bist voll. Geht da noch eine dritte Reihe drauf? Nein. Oh, was das jetzt mit Ladewagen? Ja, musst du voll, leider. Ach ne, der Gute hat auch nur zwei, ne? Der Gute hat der unter der letzten, der obersten Lage durch. Ach, da steht ja einer. Hilfe. Naja, frag es nicht. Ich hatte sie aus der Hand. Aua! Mann! So viel zum Thema Schuhgröße 46. Das ist mindestens 54. Jetzt mache ich es wie Stefan. Ich leg mich auch unterm Baum. So, starten wollen wir die beim Komposter, sagt ihr? Ja, ne? Ja, irgendwo, genau. Ja, ne? Okay, jetzt ist ein scheiß Frontlader hier wieder nicht ab. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, ich muss meinen Trecker mal waschen. Ich kann bald gar nicht mehr durch die Scheibe gucken hier. Meine geht eigentlich noch. Meine wird gar nicht schmuddelig.
Da perlt das ab hier. Wie heißt das noch? Wie heißt dieses System hier noch? Ups. Lotus. Lotus, genau. Lotusblüteneffekt. Lotusblüten, ja. Den Frontlader nicht mehr ab. So eine Kacke. Gibt's, glaube ich, schon bei Pkw-Scheiben, ne? Pkw. Ja, ja. Ja, meine Herrschaften, wie Sie sehen. Oh, sehen jetzt ist ab. Sie sehen Sie nichts, oder wie? Blue Tire. IFT, Hutzi 70 oder was? Jetzt. Trellberg. Oh, hat einer seine Trecker da mitten im Weg stehen lassen. Hey, jetzt sind wir rum. Habt euch gerne. Zumindest so lange, wie wir aufzeichnen. Oh, da kommt einer. Ach nee, das ist. Wer kommt da, Stefan? Nee. Der liegt da nur unterm Baum. Ich hab nur seinen Pfeil da auf der Kante gesehen. Sein Avatar doch irgendwo zu fliegen? Dann mauern wir ein. Wenn er jetzt auf den Trecker sitzen würde, dann könnte man was machen, aber. Irgendwo steht, kannst du da auch mal so und drum mit Strohballen dichten. So wie ihr das damals bei mir gemacht habt mit dem Baumstamm unter Trecker. Was? Die haben das mit dir gemacht? Ja, da war ich essen und ihr habt Avatar auf den Trecker sitzen lassen. Und da haben die in mühevoller Kleinarbeit viele Baumstämme unter meinen Trecker geschoben. Du brauchst Netzbrausen, hast gesagt, ne? Jo. Ja, das hast du vorher gebracht, oder was? Nein. Karl! Aber vorm Kauf der, habe ich gefragt, ja. Vorm Kauf der Palette. Ich habe erstmal nur eine gekauft. Ja, da komme ich mit hin. Ich brauche vielleicht noch eine, noch ein. Ja. Ich befürchte, wenn ich die rollen da auseinander oder nicht, oder bleiben die so liegen? Auf der Palette bleiben die eigentlich liegen. Ne, ich meine jetzt die Rundballen. Wenn ich die jetzt ablade, ja, bleiben die so liegen. Wenn du die an der Schrichte ablädst, dann gehen die sonst wohin, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die liegen bleiben. Ist ja jetzt hier oben auf dem glatten hier. Auf dem? Ab. Sie ist ja. Ach so, ja, gut. Das sollte eigentlich funktionieren. Ballenstopper haben wir ja noch nicht. 103, please. 103? Mitten auf dem Feld. Ah, nicht ganz mitten. Alles klar. Ja, alles klar. Feld 103. Rechts unter der 3 bin ich. Alter, ich habe heute irgendwie ein Problem mit Rückwärtsfahren. Liegt am Trecker, weil er sich gewaschen ist. Ja gut, das kann natürlich sein. Ja, ja. Dann lenkt er dich so nicht mehr so gut ein, weißt du, weil es ist ja ein bisschen Schmutz in den Kreuzgelenken und so, da muss ich rein. Augen zu und durch. Okay. Ja, bleib liegen, Gott sei Dank. Nee, nicht mit dem Schwert in der Erde, das war nur Schupfe. Nein. Ah, da tömmt er. Hier. Welche Seite? Andere, ne? Fahrerseite. Bin da. Dankeschön. So, was war das noch? X, glaube ich, nehmen, ne? Yep. X. Ich habe jetzt auch rum. Jetzt muss ich aber im Menü gucken, wie lege ich die überhaupt ein? Nein. Jetzt hänge ich oben drauf. Oder reinpacken. X. Mit X, auch mit X.
Ich habe da oben komischerweise immer in der Steuerung ganz oft mal Zahlen stehen. Was das ist, weiß ich auch nicht. Hast du Xbox-Controller angeschlossen oder irgendwie was? Nee. Geht noch. X. Einer geht noch. Karl trägt die auf der Schulter. Oberschall, Entschuldigung. Pass! Vorsicht, Klappe! Jopp, mach zu! Geht nicht. Kann mal einer die Klappe halten. Ich gehe sicher zu weit weg. So. Aua! Kann mal einer die Klappe halten. Wieder noch Platz? Wieder noch Platz drin? Aua! Nee, das ist Folie drin. Ja, das ist alles. Also Folie hat. Andere Seite auch? Jo! Ich glaube, der andere Seite habe ich nicht geguckt, aber ich glaube, es. Oh, wie, da sind jetzt Netze auch drin. Voll, ja. Achso. Auch Folie, alles voll Folie. Ja, dann. Eine so eine blöde Rolle über, kann ich die nicht irgendwo reinschmeißen bei mir? Nee, geht nicht, ne? Nein. Aber die lass mal stehen. Die Palette bleibt auch hier, ne? Ah. Ja, eben, ne? Nehme ich mit. Werde ich dann. Dankeschön. Sehr schön, gerne. Dicke Eis vom nach dem Arm holen. Dickes Eis? Hm? Oh. Vanille und Haselnuss. Walnuss, Entschuldigung. Das steht da. Der Peter. Ja, der. Schlicht im Stehen. Ne? Alter, kann ich euch sagen, oder? Hättest du das nicht sagen können, was du da machst, aber ich bin nicht, ich sehe das jetzt gerade so vom Weiten. Was? Hast du einen Versuch wegzuschieben oder was? Wollte den rüberheben und mehr oder weniger auf seinen Avatar stellen, aber das klappt nicht. Das haut nicht hin. Warte mal, Presse. Wo hast du denn jetzt hingeschoben? Erst noch rüber. Also noch ein Stück zurück, ne? Oh, so möchte ich schlafen können, ey. Ach, willst du noch auf dem Dach setzen? Ja. Bei den Rückscheinwerfern, hinten vor, hintere Heckscheibe steht da jetzt. Muss noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt steht er in der Kabine mit dem Kopf oben. Ja! Ah, er kann nicht höher, da ist ein Ast. Ach so. Aber so hängt er schon ganz ordentlich. Kann man so lassen? Oh, vor allem mit dem Ast vom Kopf, wenn er sich jetzt bewegt. Und das Blöde ist natürlich, ich hätte auch einsteigen können, das Ding einfach rückwärts fahren, ne? Aber der hätte das nicht so hingekriegt. Sieht von hinten interessant aus, er steht jetzt auf dem Sitz. Nur dummes Zeug kommt, Jungs, hier. Schlimm. Ja. Ganz schlimm. Hier bleibe ich. Ja, das Kleinbus hat wieder aufgenommen, ne? Hier voll im Arsch, was er jetzt gewesen ist. So hätte ich sagen können, harm ist gewesen, geht natürlich jetzt nicht mehr. Bild. Macht nichts. Ich fand's lustig. Gut. Ich hab Känguru-Sprit im Moment drin. Alter. Ja,
warum denn bei einem? Du hast doch eigentlich eine schnellere Leitung wie ich, ne? Komisch. Ich weiß nicht, ob das unbedingt am Internet liegt, das glaube ich gar nicht mal. Nö, nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Alter, Alter. Ich habe ja auch ja 53 FPS, also. Ja, das ist optimal, das geht so nicht. Ich denke mal, ich darf mit der Synchronisierung da. Ja. Das kann natürlich gut sein. Heute Nachmittag hatte ich das auch schon. Irgendwie, ich kann mal gucken, wie wir Stefan eingeparkt haben. Ja, ich bin gerade. Oder nicht wir. Wahrscheinlich. Aua, nein, ich verlag nicht. Der tut doch weh, der hat auch gar kein Schieber da. Jetzt ja. Ihr seid ja Limits. Ich wage nicht, dir zu widersprechen. Warum springt er jetzt wieder dahin? Harry, ja, jetzt haben wir einen Ballvorrat. Ja. Sonst wäre das nicht auch beim Kompass der Enkel dann stört hinten auf dem, wo wir den Drescher erst stehen hatten, da auf dem Platz. Nicht, ja. Ja. Ich glaube zwei Reihen, kann ich da wohin stellen. Und die anderen stelle ich dann auf einen großen Platz hin vorhin. Gibt hier irgendwo ein freies Feld. Ackerland ist genug. Ach oh, nee, das kann ja sein, dass zwischendurch da was wächst, ne? Nee, wir haben ja keine Mission mehr. Nee, da wo wir vorher den Drescher stehen hatten. Achso. Genau. Da haben wir ja Platz genug. Ja, schon wieder voll. Alter, wir brauchen einen größeren. Oder einen zweiten. Und dann zweiten. Wo fahre ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss da doch mal hin. Ja, 81 Ballen werden es. Oh, Navi. Oh Gott. Gott, oh Gott. Mein Dings hat eine Balle bestiegen. Oh, jetzt gibt's kleine Rundballen. Jetzt gibt's Bällchen. Jetzt gibt's Murmeln. Oh, ein Ball. Oh, ja, genau. Brauchst du mir auch nicht immer weg, wa? Das ist einfach nur schon mal schlechte Erfahrung gemacht, weißt du? Aber nicht mit mir. Das habe ich ja nicht gesagt. Aber ich bin noch jetzt hier. Das ist einfach nur ein Reflex. Selbsterhaltungstrieb, wa? Genau.
Hören die beiden hier, ne? Ups, nein. Mich nicht. Ah, war ja klar. Ja, 81 Ballen. Wie viel kriegst du auf dem Hänger? Von unten 4 oben. 10, 18 Stück. Mal 2 natürlich, ne? Ja, sag ich hier, 18. Ach ne, 10 mal... Jo. Jetzt habe ich ihn verwirrt. Ei. Ja, da ist eine Mauer, da weißt du, ne? Ja, der steht ein bisschen nah dran hier. Ja, ich hab ihn da nicht hingestellt. Nö. Ich? War Lehrling, ne? Ja. Oder Mischstreuer, da steht nämlich auch schon viel zu nah bei. Oh, ich hatte hinten die Matte gar nicht aufgeklappt. Oh, oh nee, deswegen rollen die auch alle weg. Ja. Lehrling ist das ja. Ja. Aber einen Betrieb führen wollen, ne? Ja. So, das mit Heiligabend ist vorbei. Er ist genehmigt und unterschrieben. Aber ich hätte nicht gesagt, du musst mal alles erst schriftlich haben, sonst ist es ganz schlecht. Ja. Sehr gefährlich hier. Genau. Ich glaube, ich muss mein Tankrad auch wieder installieren. Willst du mit Tastatur? Ja. Oh hey. Das könnte ich nicht mehr. Wo willst du denn? Hier bist du doch richtig. Ja, hier sind doch auch Ballen. Oder sind das die kleinen hier? Achso, nee. Ja. Ey Junge, der hat auf die ganze Map die Ballen verteilt hier. Wieso? Wo sind die denn ganz hingerollt? Ja, hier hab ich jetzt gerade 2 weggeholt. Die eine ist ja noch wieder weggedreht, da, die da in den grünen Anlagen liegt. Die da, genau. Ah, der ist aber eine kleine. Den ach so. Muss ich einen anderen mal holen. Die auch? Die will er auch nicht? Ja, das war doch eigentlich nur eine, oder? Hat er die zweite auch noch? Nee, waren 2 waren das. Ach so. Ja, so. Ja. Nee. Nee, doch. Das war schon wieder. Oh, ja. Oh. Ha? Hey, ich brauche 9 Trecker. Den kleinen Grashopper, der sitzt noch drin. Und dann den großen Anhänger dahinter, das ist witzig. So, hat ihn jetzt komplett kaputt? Oder hat ihn den Komposter geschmissen? Er fährt immer noch schön schnuckelig. In LS15, da gab es den großen Grashopper mit 750 PS. Das war da konntest du mit über dem Map pesen. Ja, den hattest du auch auf Zettelmap, ne? Ja. Verdichten. Ja, das Ding hatte ja Reifen, der hat verdichtet. Ja. Trotzdem hast du 100% nicht vollgekriegt. das eine Ding. Und da habe ich und zwischendurch noch 3 Stunden, eine Woche lang. Das war sie auch. Bis man mir dann sagte, 98 reicht auch. Und ich sag, Gott, wunderbar.
Irgendwas zwischendurch nochmal wieder, wenn ich am Spielen war, hier nochmal wieder eine Stunde drauf. Gell. Dann war der wieder auf 99, da fuppte der wieder zurück auf 98. Das war eine Scheiße. Nee, das war Silage. Ja, nachher. Oder sollte es werden, sagen wir so. Ja, das war die Silage daneben Schweinestein. Das war sie nochmal. Ja. Es gibt jetzt doch für etwas weniger für Kompost. Ich bin erschüttert. Na gut, irgendwann fallen die Preise. Ich habe die ganze Zeit immer so zwischen 40 und 50.000 gekriegt. Preise sind mir doch bestimmt jetzt gefallen. Machen wir denn? Machen wir den Kompost. So, das muss ich aber jetzt mal anprangern, lieber Schütter. Wo bist du denn? Bei Gernerei oder wo? Naja, wo du auch hingebracht hast, da hinten. Hex 111. Dann bring zum Grasverkauf. Da gibt's da 1614. Ja, jetzt habe ich jetzt auch nichts. Dürfen wir hier prangern, nicht dass wir da Rechte verletzen. Ach nee, Snoop guckt ja nur, wenn es plattdeutsch ist. Oder, oder der Pellet Selling Point. Da kann man die auch kaufen. Ja, da muss aber erst Pellets machen. Also hier durch die durch das Dingelopperchen. Was es nicht alles gibt. Allerdings haben wir bei dem Dingelopperchen ein kleines Problem. Das da wäre? Ja, der schiebt die Paletten nicht automatisch raus. Multiplayer macht er das nicht. Das hat wie Multiplayer? Ja, ich habe alles probiert. Ich habe Holzstützel probiert. Und ist das schon hier Stroh oder irgendwie solche Geschichten? Multiplayer schiebt er das nicht raus. Muss sie mal von selber von Hand rausschieben. Der muss die Automatik ausschalten, rausschieben die Palette, Automatik wieder einschalten, dann produziert er die nächste. Und wenn du den aus dem Spiel rausgehst, oder beziehungsweise, ich weiß ja noch, nicht richtig leer laufen lässt, dann kannst du Pech haben, dass er erst nicht weiter produziert. Und man muss jetzt ein paar Stunden warten, bis er wieder anläuft. Ja, das ist ja blöd. Ja, und ich würde ja, mal sagen, wir machen hier mal Schluss. Ich glaube, wir sind schon über 30 Minuten. Ich will noch nicht. Opa Charlie. Jetzt trink schon deinen Kakao. Und nee, ich wollte jetzt noch was anderes sagen, das sage ich jetzt nicht. Nein, dann wird's hier. Okay. Komm mit 10:30, wird alles sprungfrei, komm. Ja. Nee, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Irgendwann. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Winke. Tschüss.